Und das war ja dann wohl nix. Oh Mann. Habe ich mit dir schon genug Geld? Nein. Wisst ihr was? Farmen. Wir gehen jetzt nochmal zurück. Sammeln genug Geld, damit wir 100 haben. Sollte eigentlich machbar sein hier. Schau mal kurz nach, wie viel Pipois hier die Pokémon hergeben. Steht nirgends, wirklich. Aber wenn ich schon dabei bin, also die wir hier finden, sind alle echt beim allen Schlag gut. Okay. Licht ist gegen Stachelwespe nicht gut. Licht ist gegen Fledermaus gut. Okay, gegen Fledermaus brauchen wir Licht und Stoß. Gegen Pogepuschel nur Schlag. Okay, und Stachelwespe das gleiche. So, wenn ich jetzt euch alle hier töte, wie viel Lycra habe ich dann? Ich hatte vorhin 78. Jetzt habe ich 81, das bedeutet, die geben wirklich genau ein. Das bedeutet, wenn ich jetzt 19 töte, ungefähr, müsste ich eigentlich auch ein paar Levels haben. Und dann kann ich mir das Endzeugs kaufen, damit ich endlich mal mehr Schaden mache mit meinen Zaubern und dann auch vielleicht die meisten Gegner auch mit einem Zauber vernichten kann. So, das reicht noch nicht. Neunzig habe ich jetzt. Bonbon, sehr schön. Und da muss ich mehr auf mein Leben achten. Aber das Problem ist wirklich, dass ich einfach so viel Schaden bekomme. Von den meisten Gegnern. Also die Pokémon machen die wirklich nur einen Schaden, aber die sind wirklich armselig. Item Shop, so. Hallo, bitte ein Amulett. Quarzring hat der. Mehr Weisheit, okay. Es wäre natürlich auch eine Idee, einfach einen BB-Ring zu kaufen. Aber nö. Edelsteinring, so. Okay, jetzt sollten wir es eigentlich durch die Höhle schaffen, hoffe ich mal. Okay, wir haben es eigentlich schon durch die Höhle geschafft, aber ihr versteht schon. Und dann muss ich wirklich dran denken, wenn ich wirklich nur noch 14 Leben habe, halt mich hochzuheilen.
Knochen, sehr schön. Damit können wir Rüstung machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht mehr, was für Elemente die haben, aber wenn ich mich... Haben die ein Element, wenn ich mich richtig erinnere? Feuer. So, Jojo mach ich. Ist im Weg! So, jetzt aber. So, die muss ich jetzt normalerweise besiegen mit einem Schlag. Okay, gut. Das vereinfacht die Sache enorm. Etwas beten. So. Zack. Bam. Mehr Magie. Irgendwie nicht gereicht, schade. Juck, übernehmen. Das hier kann Elena wieder tun. Okay. Weißt du was? So, wieder vollgeheilt. Folge MPs. Da muss Duke ran. Und Bogen halten. Ich will eigentlich wirklich... Ja, nee, ja richtig, ich will wirklich meine Magie drin. Weißt du was? Ich nicht über den springen, nee. Was? Geht doch. Thank you.
Jedoch keine Schatztruhe, okay. Sieben Schaden, ach du meine Güte. Okay. Ah, ich darf nicht vergessen, dass die Schaden machen. Hoppala. Gemüse, okay. Sehr gute Arbeit. Türk, Schatztruhe, sehr schön. Bonbon, auch schön. Eine Schatztruhe heute. Okay. So, hoffen wir mal, dass wir es heute so weit schaffen, dass wir noch einen verdammten Speicherpunkt entdecken. So, Magierin. Neue Klasse. Feuermagie, Wassermagie, Windmagie, Erdmagie, Magie, Angriff plus 5. Komm, Schwachpunkt. Noch nicht gerade. So, letztes Mal sind wir sofort Richtung Windcat gegangen. Heute schauen wir uns vielleicht auch einmal den Sumpf an. Wie wäre das? Ah, Mist. Ja. Das hatten wir schon, jo. Okay. Bitte nur kurz, so, das war sehr intensiv. So, ich will mir kurz hier ansehen beim Fahrt zum Action-Sumpf, ob es nicht hier was gibt, was wir abstammen kommen können, ehe wir in Windquet reingehen. Ah, Mist. Nee, was machst du da? Inina, nee, 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 nee. Juck, kümmer du dich drum. Nice. Ja.
Hier müsste dann irgendwo die Barrikade. Zigarettenring. Mehr Geschicklichkeit, naja. So, hier müsste ein Siegel drauf sein, ne? Und das ist ein Wassersiegel, da kommen wir noch nicht durch. Okay. Juck! Nee, was machst du denn da, du Tappen? Sag mal, Elena, was verstehst du nicht unter Fernbleiben? So, level up. Sehr schön. Echsensumpf. Okay, nee. Hier sehe ich schon. Hier sind die noch viel zu stark. Das lassen wir sein. Da brauchen wir wirklich Feuermagie, um da durchzukommen. Das bei den Pflanzen. Ja, ne? So. Nun müssen wir herausfinden, ob ich sie zu einer Seherin oder Sucherin mache. Seherin mehr Richtung Kleriker, ne? Und damit dann halt bessere Heilmagie nachher, ne? Bessere Offensiv-Lichtmagie, ja, ganz genau. Und als Sucherin bessere Elementarmagie und bessere Schattenmagie, bitte wählt ab, bitte stimmt ab, einfach wie immer in den Kommentaren. Ich schreibe auch alle Infos nochmal in die Beschreibung. Was mache ich denn wieder hier im Kopf? So, Rundersamen plus Rundersamen wird was. Wenn ich mich richtig erinnere, war ich doch irgendwo dabei, Sachen aufzuschreiben. Wo war das? Stimmt nicht hier drin. Das wäre etwas unpraktisch. Ich schau kurz nach. Ich habe es jetzt nicht gefunden, aber ich schreibe das jetzt einfach auf Glockentrauben. Warum plus Runde? Wundersamen. Mal Wundersamen. Gleich Glockentrauben. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es immer noch eine Wahrscheinlichkeit. Könnte nämlich sein, dass aus Glockentrauben jetzt wieder was anderes wird. Aus Rund. Okay. Sagen wir rund immer noch Glockentrauben. Okay. Scheint also eine ziemlich hohe Priorität zu sein. Also Wahrscheinlichkeit eher. So, Kaktusfatz, schreib du noch was auf und dann wäre das es für diese Aufnahme. Nächstes Mal dann nochmal wieder mit Elena durch Wincat durch. Hoffen wir, dass wir, obwohl das sollte eigentlich relativ gut klappen, da wir Heilmagie haben und das ist, also ne, Lichtmagie haben und das ist ziemlich stark gegen Untote. So, ciao, bis nächstes Mal, euer Griffleon.